Okay, meine Damen und Herren, wir sind so ein bisschen an so einen Punkt gekommen, wo wir viele Sachfragen durchgenommen haben. Und Sie haben da ja auch dran gemerkt, wie die beiden Kandidaten jeweils damit umgehen, mit den einzelnen Sachfragen auf der einen Seite, mit der Art und Weise, die Sachfragen zu behandeln, auch den jeweiligen Konkurrenten zu behandeln. Da haben Sie sich, glaube ich, ein ganz gutes Bild machen können. Ich habe hier natürlich noch eine Reihe von Fragen und inhaltlichen Themen drauf, habe so ein bisschen den Eindruck und weiß nicht, wie Sie jetzt drauf sind sozusagen, dass man eigentlich eine Reihe von, nach den zwei Stunden, eine Reihe von Bereichen gekannt hat. Man kann jetzt noch fragen, wie die Stimmung in der Verwaltung ist. Da kam ja dieser Angstvorwurf, das hatten Sie ja vorhin noch mal ein bisschen maulkorbmäßig unterstrichen. Das kann man auch noch mal behandeln. Machen wir das noch mal kurz. Stimmt das? Maulkorb in der Verwaltung und so? Also Angst in der Verwaltung, machen's rennt rum und... Also ich kann davon nichts spüren und Herr Mayer weiß das natürlich auch durch Auskünfte des Personalrats live und direkt. Da ist überhaupt nichts dran. Aber innerhalb der Verwaltung, und das ist bei großen Betrieben so, wird Ihnen bei Bird auch nicht anders gehen. Wenn man Entscheidungen trifft, dann kann man nicht nur Freunde haben. Und ich treffe Entscheidungen, weil das notwendig ist zur Führung einer Verwaltung. Und deshalb gibt es auch Kritik. Das ist völlig normal. Aber das, was Sie da an die Wand gemalt haben, als Sie mal in diese Stadt kamen, das entbehrte völlig jeder Grundlage. Da haben Sie auch die entsprechenden Reaktionen von aus sehr berufenem Munde bekommen. Halten Sie, Herr Mayer, Frau Rübke. Sie als ehemalige Personalratsvorsitzende haben ja diese Fehleinschätzung ihm wahrscheinlich auch noch eingeredet. Das ist ja völlig daneben, völlig daneben. Und jetzt will ich zu dem kommen, was Herr Mayer immer so einstreut. Der Maulkorb. Es gibt, hören Sie doch mal zu, dann haben Sie vielleicht noch ein bisschen Erfahrung gesammelt. Was Herr Mayer hier einstreut, so als Maulkorb, da handelt es sich um Folgendes. Es gibt in der städtischen Verwaltungsstruktur eine Regelung, dass nicht jeder Mitarbeiter mit der Presse reden kann, ohne mit der Pressestelle vorher zu sprechen. Es geht nicht um die Presse, es geht um den Rat. Und mit dem Rat, selbstverständlich. Nee, nicht selbstverständlich. Diese Regelung, Herr Mayer, wer hat die wohl eingeführt? Ich war es nicht, aber ich habe sie bestehen lassen, weil sie sinnvoll ist. Es kann doch nicht sein, dass es ein Konzert von vielen Einzelmeinungen als Meinung der Verwaltung nach außen gibt, sondern die selbstverständlich hat die Verwaltung mit einer Meinung an den Rat und auch an die Öffentlichkeit zu treten. Und das ist der Hintergrund einer Regelung, die es bei Herrn Dr. Teufel auch schon gab. Ja. Halten. Vom Prinzip her, dass die Stadtverwaltung mit einer Stimme spricht, würden Sie das auch so machen? Dass die Stadtverwaltung mit einer Stimme am Ende spricht, halte ich ja durchaus noch für richtig. Aber es geht ja hier um was anderes. Und das gab es bei Dr. Teufel so nämlich nicht. Wenn ein Ratsmitglied in die Verwaltung geht und irgendwas wissen will, dann muss er nämlich hinterher sagen oder muss er den Leuten sagen, also ich komme jetzt nicht als Ratsmitglied, ich bin auch ein ganz normaler Bürger dieser Stadt und deswegen kannst du mir doch jetzt bitte diese Information geben. Wenn nämlich irgendjemand anderes hingeht, würde er diese Information bekommen. Das ist ja geradezu lächerlich, dass man als Ratsmitglied im Grunde genommen erstmal darauf hinweisen muss, dass man jetzt aber nicht in der Funktion des Ratsmitglieds ist und dann hat dieser Mensch auch noch Sorge, dass er dafür hinterher auf den Pott gesetzt wird, weil er ja einem Ratsmitglied was gesagt hat. Kürzlich wurde auch ein Mitarbeiter schnell, glaube ich, in ihr Büro gerufen, so wurde mir jedenfalls berichtet, weil man gesehen hat, dass sich dieser Mitarbeiter mit einem, glaube ich, sogar noch ehemaligen Ratsmitglied unterhalten hat. Also ich meine, das... Wollen Sie Namen nennen? Nein, natürlich nenne ich keinen Namen, das ist doch klar. Aber ich meine, sowas ist doch, das hat doch nichts mit vernünftiger Verwaltungsführung zu tun. Ich werde mich jetzt nicht ereifern, aber die Qualität solcher Behauptungen, die Sie ja in mehreren Fällen schon aufgestellt haben, sind immer ohne Ross und Reiter. Und bei mir gibt es solche Situationen überhaupt nicht, Herr Mayer. Das ist eine freie Erfindung. Meine Damen und Herren, vielleicht zum Schluss die Frage an die beiden
Bewerber. Beide müssen ja die Hürde der Wahl überspringen mit ihren Stimmen, der eine oder der andere. Es kann nur einer werden. Die Frage an Sie beide, was sind denn die drei, sagen wir mal, drei wichtigsten Maßnahmen, wenn Sie gewählt werden, wo Sie sagen, das ist erste Priorität, das packe ich an und verbinde es mit einer Zeitleiste. Herr Amtsinhaber, fangen Sie bitte mal an. Ja, das Erste, was wir auf die Reihe bringen müssen, ist jetzt die Neuverhandlung. Entschuldigung. Das Erste, was wir jetzt auf die Reihe bringen müssen, das ist die Neuverhandlung des Finanzvertrages mit dem Landkreis, das ist Technik. Aber für das wirtschaftliche Handeln der Stadt für die Zukunft von außerordentlicher Wichtigkeit. Darin steckt nämlich auch die gesamte Zusammenarbeit mit dem Landkreis und das ist an vielen Stellen sehr gut gelungen. Wir haben ja letztes Mal 18,2 Millionen Euro für unseren Haushalt dazu bekommen nach Kündigung des Einkreisungsvertrages. Das ist Punkt 1. Dann muss diese innerstädtische Schulfrage, aber auch die Schulfrage in Neuhof, also Pfaffenstich, Honsen, und Neuhof beantwortet werden. Und dann bringen wir den Haushalt 2014 so auf die Reihe, dass die Wünsche, die es gibt in der Stadt, ihre Beantwortung ab 2015 auch erfahren können. Aber gegen diesen Konsolidierungskurs gibt es keinen anderen Weg aus meiner Sicht. Wenn wir das nicht machen, dann werden wir bewegungsunfähig. Und wir können nur in den Volumina, die da jetzt als Rahmenbedingungen festgesetzt sind, handeln. Und da scheinen mir die drei Dinge, die ich jetzt gesagt habe, die ersten und wichtigsten zu sein. Herr Mayer. Ja, also wenn man das Amt neu antritt, ist natürlich als allererstes mal geboten, dass man sich einen wirklichen Überblick über all das verschafft, was gerade anliegt. Natürlich diskutieren wir ja auch heute diverse Dinge und kann man der Zeitung entnehmen, was anliegt, aber tatsächlich gehen die Dinge ja häufig viel tiefer. Das heißt, eine Analyse und ein Gespräch mit all den Mitarbeitern, insbesondere natürlich aus den oberen Ebenen, ist ganz wichtig, damit man sich ein vernünftiges Bild machen kann. Zweitens wird es dann ganz wichtig sein, und das habe ich immer deutlich gemacht, heute Abend und auch sonst, sich sofort um die Wirtschaftsentwicklung und Wirtschaftsförderung zu kümmern. Ich bin der erste Wirtschaftsförderer dieser Stadt und das meine ich auch ernst und sage es nicht nur. Und deswegen würde ich sofort anfangen, dieses aufzunehmen, und Sie fragten nach einem Zeitstrahl. Ich gebe mir da 2 bis 3 Jahre, bis dann auch wirklich sichtbar wird, dass wir hier deutlich Unternehmen angesiedelt haben. Daran möchte ich mich auch gerne messen lassen. Haben Sie eine Benchmark? Ja gut, das habe ich natürlich auch nicht, aber es sollte sichtbar sein, sowohl in den Gewerbesteuereinnahmen als auch in den Arbeitsplätzen, die dann hinzugekommen sind. Und drittens sind da natürlich all diese Baustellen, über die wir heute Abend ja schon gesprochen haben, dann sukzessive abzuarbeiten. Das Thema Schulen hatten wir eben gerade, das Thema Macken sind Schule, Macken sind Kaserne, ist das nächste. Die Sportstätten, das Sportstättenkonzept, wir brauchen ein Personalentwicklungskonzept. Also da gibt es eine ganze Reihe von Aufgaben und insoweit wird mir ganz sicherlich nicht langweilig werden. Vielleicht zum ganzen Schluss, es gibt ja die Dezernenten, mit denen Sie zusammenarbeiten, haben ja irgendwie auch Zeitverträge, die laufen ja auch irgendwie aus. Wie würden Sie denn das dann machen mit den 3 Dezernenten und den auslaufenden Zeitverträgen? Ja gut, also im Augenblick sehe ich keinen Grund dafür, einen dieser Verträge nicht zu verlängern. Die beiden Verträge, die jetzt zur Verlängerung anstehen in 2014, sind ja die von Frau Kuhne und von Herrn Schröder. Das heißt, da spricht alles dafür, dass man die auch entsprechend verlängert. Natürlich wird man das mit dem Rat gemeinsam dann abstimmen, das ist klar. So, und der Vertrag von Herrn Dr. Brummer, der steht 2016 erst zur Verlängerung an und insoweit ist über eine Verlängerung an dieser Stelle jetzt nicht nachzudenken. Okay. Herr Machens? Zu den Dezernenten? Ja, klar. Ach so, die Frage hatte ich ja schon öffentlich beantwortet. Ja, bei Frau Kuhne und Herrn Schröder würde ich eine Verlängerung vorschlagen. Und auch warten, bis dann die andere Verlängerungsfrage ansteht? Nein, wissen Sie, die Debatte um meinen Stellvertreter ist ja in dieser Stadt rauf und runter an den falschen Stellen geführt worden, durch erhebliche Indiskretionen, die es nun mal leider gibt. Deshalb werde ich als Dienststelle dazu hier nichts sagen. Ich kann nur sagen, wenn ich als Geschäftsführer in einer anderen Firma tätig wäre, dann wüsste ich, wie ich zu handeln hätte. Okay.
Weil das Problem ist, ein Geschäftsführer können Sie eigentlich gar nicht werden in einer anderen, bei einer anderen Unternehmung. Wieso nicht? Ja, da müsste man ein Führungszeugnis vorlegen. Meine Damen und Herren. Schönes Thema zum Schluss. Ja. Herr Machens möchte. Also, der mit dem Führungszeugnis möchte darauf antworten. Ja, gerne. Also lächerlich finde ich das nicht. Herr Mayer, was Sie jetzt ja schon angekündigt haben, haben Sie jetzt wahrgemacht. Sie sprechen das Thema Pecunia an, da können wir sehr offen drüber reden. Vor 10 Jahren habe ich hier 1 Million D-Mark für gemeinnützige Zwecke in der Stadt eingeworben. Ich bin daraufhin mit meiner Familie etwa 7 Jahre lang juristisch verfolgt worden. Und das hat zu einer Verurteilung geführt. Das Geld ist nach wie vor in der Stadt an den Stellen, wo es eingesetzt wurde und wo der Rat es jetzt im Nachhinein auch platziert hat, wirkungsvoll und effektiv. Ich weiß im Nachhinein auch, dass ich damals einen Fehler gemacht habe, aber das ist über 10 Jahre her. Wenn Sie das für die Grundlage Ihrer Beurteilung zu meiner Person brauchen, dann wirft das ein bezeichnendes Licht auf Sie als Mensch und als Anwalt. Ich brauche das überhaupt nicht zur Beurteilung. Die Frage ist doch, und ich habe ja eben eigentlich dieses Thema gar nicht angesprochen und ich habe es auch nicht angekündigt, aber wenn Sie es jetzt so offen ansprechen, dann muss man dazu natürlich sagen, das ist zwar über 10 Jahre her, aber Ihre Verurteilung ist noch längst nicht 10 Jahre her, sondern das war im Jahre 2007, wenn ich das richtig erinnere. Und darum geht es doch gar nicht. Der Punkt ist doch eigentlich auch folgender. Die Frage ist doch, haben Sie eigentlich wirklich daraus gelernt? Und eigentlich hätte man aus der damals geschehenen Situation oder das, was da vorgefallen ist, doch eigentlich was lernen müssen. Sie haben ja damals an dem Rat vorbei dieses Geld entgegennehmen wollen und im Übrigen fehlen da ja immer noch eine Tranche, 333.000 fehlen da, glaube ich, nach wie vor, weil das Unternehmen dann nicht mehr gezahlt hat, nachdem das klar wurde. Aber der entscheidende Punkt ist eigentlich, Sie hätten doch eigentlich daraus lernen müssen, indem Sie sagen, ich mache das jetzt künftig mit dem Rat und nicht mehr ohne dem Rat. Denn damals haben Sie ja gezeigt, dass Sie ohne den Rat agieren wollen, und zwar um selbst sozusagen darüber befinden zu können. Und auch heute agieren Sie immer noch so, als ob Sie sozusagen Alleinherrscher sind. Und das ist eigentlich der Punkt. Herr Machen. Der Rat war damals in den entsprechenden Gremien vertreten, und zwar durch die Fachleute aus dem sozialen, aus dem sportlichen Bereichen. Der Rat war damals bei Pecunia in dem entsprechenden Verein durch die entsprechenden Vorsitzenden der Ratsausschüsse vertreten. Ich habe auch deutlich gemacht im Ablauf der Geschichte, dass da auch andere beteiligt waren. Sie waren informiert vielleicht über Berichterstattung, aber nicht direkt. Ich habe davon eine ganze